Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Blasphemous für die Switch. Wir haben diesen Kelch gefunden, damit haben wir unsere Mana da oben, würde ich gerade sagen, aufgefüllt. So, und wir müssen mal gucken, wo wir jetzt weiter können. Wir müssen mal auf die Karte gucken. Wie man sieht, hier unten geht es nicht weiter, aber es geht weiter nach links. Und da gehen wir jetzt nochmal hin. So, hier können wir auch rein. Aber ich war ja auch noch nicht drin. Gehen wir jetzt rein. Okay. Sollen wir wieder herstellen mit Tausch gegen 500? Oh, mach ruhig. Das ist doch nicht schlecht. Dann können wir mich hier direkt weiterlaufen und müssen nicht wieder den ganzen Kram von vorne machen. Okay, jetzt mal oben. So, wir haben letztes Mal bekommen, haben wir jetzt was gefunden, wo wir dieses Gift hier sozusagen gegen angehen können. Da können wir durch, aber wie gesagt, da sind wir noch nicht weitergekommen. Deswegen gehen wir hier nochmal rein. Ich glaube, wir können auch direkt durchrennen, weil die haben wir schon mal gekillt. Ist das egal. So, hier sind wir auf jeden Fall noch nicht nach unten gegangen. Natürlich noch machen können. Wir können auch nach oben. Was ist das, was wir als erstes machen? Gehen wir erstmal nach oben. Gut, da sind zwei, die wir erstmal killen müssen. Oh, dieses Wackeln, ne? Das nervt, ne? So. Er ist weg. Muss es egal sein. Ich glaube, hier waren wir auch schon, aber ich weiß nicht, wie es da weiterging. Weiß ich gerade nicht mehr. Na, okay, doch, hier kommen ein paar Gegner auf jeden Fall. Gut ist, dass wir jetzt dieses Anti-Gift-Zeug haben, sonst sind wir hier nämlich echt immer draufgegangen. Mal auf. Da. Ah! Nein! Och shit, dieses Arschloch. Das war fies, oder? Das war wirklich fies. Das ist ein arschlanger Weg dahin. Boah, das war gemein. Das war wirklich gemein. Ah, das ist ein langer Weg. Aber wir können Gott sei Dank überall durchhuschen. Machen wir auch. Mann, das ist doch nervig. Das ist so nervig. Erwischt. Ist doch nichts. Mann! Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Oh, ich kotze gleich, echt. Und zwar ein Dreieck. Wie beschissen ist das denn? Naja. Brauchen wir nicht killen. Da hat den auch noch hier im Hals. Okay, wo müssen wir über Blanks? Runter, ne? Genau, runter müssen wir. So. Brauchen wir alle gar nicht. Obwohl, jetzt können wir auch hier runtergehen mal, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Da unten. Oh. Thank you.
So, aber jetzt, dadurch, dass der Nebel uns nicht mehr antun können. Okay. Gehen wir jetzt hier hoch. Und auch noch irgendwas, was da lag, ne? Wenn wir mitnehmen, was ist das? Knoten aus Rosenkranzschnur. Was ist denn das? Hatten wir schon. Die vor langer Zeit. Können wir nicht hier so richtig benutzen. Aber es ist ein Questobjekt. Können wir schon irgendwo abgeben nachher. Okay. Mann, Mann, Mann. Oh, fick Kuh. Na gut, dass man ein bisschen geschützt ist, wenn die andere. Müssen wir runter? Ja, tatsächlich. Gehen wir runter. Da unten kann ich aber nur noch kurz mal Leben holen, oder? Machen wir das glatt. Da holen wir uns noch schnell Leben. Jetzt haben wir schon so viel Leben verloren, dann wollen wir nicht gleich wieder drauf gehen. Kostet zwar ein bisschen was, aber was soll's. Danke. Komm ich hier echt durch? Nee. Ab und zu gibt es ja versteckte Wege. War natürlich nicht überall. So, wir müssen da zurück, ne? Okay. Das war dieser lange Weg, ne? Der ist eigentlich gar nicht so schwer, der Weg, glaube ich. Achso. Ja, da müssen wir nicht kämpfen, ne? Wenn man es nicht muss, dann muss man es nicht. Oder unten längs? Wir sind jetzt gerade letztes Mal oben längs gegangen. Wir gehen wieder oben längs einmal. Mal sehen, was da oben passiert. Oh, das war dumm. Trifft er mich echt, die dumme Potzer, oder? Gut. Okay, probieren wir es nochmal. So. Einmal Leben auffüllen. Scheitert ihr auch nicht am Leben, scheitert ihr einfach am bescheuerten Timing. Nein! Oh, scheiße, Mann. So. So. Okay. Wird gesühnt. Hier hätten wir sonst gar nicht, wären wir ja sonst gar nicht längs gekommen.
genug noch? Hier nicht hoch, ne? Ne. Ja, viel mehr gibt's ja nicht. Gibt's ja. Ne. Gut, dann gehen wir zurück. Ich weiß nicht, ob ich einfach laufen kann. Wahrscheinlich, aber. Respekt habe ich trotzdem davor. So. Gut, dann war das hier oben auch abgestaubt. Müssen wir nach unten wahrscheinlich. Oh, ja. Warum springe ich auf ihn drauf? So richtig behämmert. Sind da zwei, ne? Boah. Boah, ich werde langsam Ehrfurcht hier, ne? Von dem Spiel sowieso. Kleine Schritte. Oh, ich kann speichern. Wie geil ist das denn? Danke. Die Gegner wieder da, aber man konnte speichern. Das ist schon mal gut. Wenn ich sterbe, sterbe ich hier. Wer ist sie denn? Wir reden? Ja. From a place of blessings have I been entrusted with watching over you, penitent one. Thus it has been arranged. My name is Viridiana. I have been granted a gift with which I can assist you in carrying your burden if required. But only you can make that choice. Penitent one in silence, will you require my assistance with your next task? Geht bestimmt um den Boss. Aber warum sollen wir nicht eine Hilfe mitnehmen? Man kann es alleine schaffen, bestimmt. Ich stimme mal zu. So be it. Oh. Da schweben schon ihre Waffen. Oh. 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 Nein. Okay, so schnell ist das Spiel zu Ende hier. Heieiei. Okay. Was für ein... Oh, ich habe nicht mal diese Power da. Ei, was für ein fieses Ding. Okay, müssen wir weiter nach oben, während wir gegen die kämpfen. Alter. Der ist fies. Da werden wir ein paar Anläufe brauchen. Aber dann ist es so, ne? Gut, dass man hier echt immer direkt vor dem Gegner anfängt. Wie ätzend wäre das denn hier, wenn man hier jetzt noch so weit laufen müsste jedes Mal? Was sie da genau macht an Hilfe, weiß ich nicht. Weil es ist einfach nur, dass die Plattform da ist und sie mit der Plattform nach oben schwingen kann. Kann ich mich darauf springen? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Nein. Boah. Ja. Oh.
Oh. Alter, Power. Nicht gerade viel Leben weggenommen von der, ne? Mal kurz ein bisschen gucken, dass wir aufpassen, dass wir nicht mehr die ganze Zeit in die Schläge reinlaufen. Das ist schon fies, das Ding. Muss ich sagen. Aber ein geblockt. Ah. Oh. Ah, Mist. Ah. Alter, ist doch echt. Oh. Boah, okay. Na, muss ich mich schon drauf einstellen. Blocken kann ich auf jeden Fall auch. Das ist schon mal gut. Aber ist schon ein anderer Schnack, ne? So, ein bisschen konzentrieren. Mist.
Oh. Oh, ich krieg's nicht hin. Oh. Oh. Ich hab gar nicht gesehen, wie viel Leben ich verloren habe. Komm schon. Oh. Oh. Oh, ich wusste es. Yes! Blöde Bitch! Danke sehr. Ah, ein harter Kampf, aber es hat sich ja gelohnt. Warte mal kurz. Achso, ich kann in die Richtung gehen, okay. Und gleich nochmal. Wo sind wir denn gelandet? Karte nicht verfügbar? Gehen wir in die Richtung. Ein riesiger Kopf. In the name of the great ordeal and the sons of the miracle.
When you humbled yourself before my most holy body, you have been granted the presence of my golden visage, custodian of one of the three sorrows of the soul in penance. Our miracle has chosen me amongst all the peers, just as it chose you, to walk on this sacred sea. May the gold in my visage melt and erase the contrition of your soul. Heart of guilt, return now from the dream. Heilige Wunde der Reue. Okay, gucken, was das ist. Heilige Heilige Wunde der Reue, Zeichen des goldenen Antlitzes, das die Reinheit der Reue in der Seele ist. Das Mirakel formte die goldenen Antlitze aus der reinen Inbrunst der unverdorbenen Heiligen, um sie auf ewig im verbotenen Traum zu bewahren. Drei identische Gesichter, bedeckt von weißem Gold, heißem Gold, sind die Wächter der drei Wunden in der Seele seiner Heiligkeit. Hey. Weitergehen. Gut, aber ich sag, wir stoppen einfach mal hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, tschüss.